So, herzlich willkommen, liebe YouTube-Zuschauer. Wir sind hier gerade immer noch Lieferung für Steel River und müssen zweimal Verbrauchsgüter vom Lager, glaube ich, zum Stadtlager liefern. Ich habe mir jetzt mal die Route hier schon markiert, an der Tankstelle auch vorbei, weil ich glaube, sonst wird es ziemlich eng. Gut, dann starten wir mal. Los geht's. Handbremse raus und los geht's. Ja, ich glaube, ein bisschen Sprit könnten wir da hinten mitnehmen. So, weiter geht's. Könnte ruhig ein wenig schneller fahren, das Ding. Kann man den Allrad auch eigentlich ausschalten? Der war gar nicht drin. Ja, moin. Wer braucht schon Allrad? Ach. Wir kämpfen uns so durch. Was habe ich denn da unten überhaupt für einen Anhänger gehabt? Was war denn da drauf? Und das ist, was ich brauche, ne? Aber nicht. Muss ich die Tankstelle zusammenfahren? Jo, Chef, einmal voll machen bitte, danke. Jawohl. Super, danke Ihnen. Servus, servus. Chef zahlt, ne? So, Moment, was war da drauf? Drauf. Ziegel oder irgendwas, ne, das bringt uns auch nicht viel weiter. Würde sagen, weiter geht's. Oh. Ja, langsam. Fängt jetzt das Regnen an oder was? Ach du. Das wird ja immer lustig. Und die Scheinwischer gehen aber immer noch nicht, so wie ich das sehe. Da wollen sie einfach keine Animation drauf machen, ne? Naja. So, dann fahren wir mal hier scharf links. Erwischt. Hauptsache die Brücke hier schon mal fertig. Aber den Strommast müssen wir echt noch machen. Ich glaube, das machen wir dann mit der nächsten. Nächste Mission ist der Strommast. Oh ja, das war aber haarscharf. Man brennt ja mit Vollgas da durch, ey. Verbrauchsgüter. Moment, kann ich die da hier in unserem Lager aufnehmen? Verbrauchsgüter, das wäre natürlich fabelhaft. Gefahren. Jetzt doch mal reinmachen. Boah. Naja, warum habe ich das vorhin gemacht? Warum sagt denn das keiner? Er steht mit dem rechten Fuß voll auf dem Stempel. Hm. Ach. Na komm, letzten 20 Meter da hier noch. Am Stadtlager vielleicht auch Verbrauchsgüter, ja? An dem nur da hier halt. Was ist denn das? An der Farm, glaube ich. Ab dem Gummi. Ey Gott, wir haben keine Zeit. Halt! Ich wollte doch da erstmal reingucken. Was können wir denn hier laden? Verbrauchsgüter wäre ich gleich dabei. Da war ganz schön eine Schlammschlacht da unten drin. Ne? Stopp! Ha! Nicht dein Ernst! Können wir uns ja alles sparen, Mensch. Hätten wir doch mal eine andere Folge machen können. Ja, Mann. Halt, ich rückwärts. Ich traue der Sachlage nicht. Denn eigentlich nicht so schön aus dem Fenster raus. Ne, so rum war nicht. So rum ist es. Wird schon nichts hinter mir sein. Ah, sieht gut aus. Ja, ich lenk doch schon. Hallo? Naja, wie weit soll ich denn noch einlegen?
mal jetzt. Ja, das ist das Problem, ne? Wenn man mit dem Schollpad die Kamera an sich dreht. Na moin. Und mit dem Lenkrad, dann funktioniert es nicht. Aber wir haben unser Weg hier gefunden. Wie sage ich zweimal drauf? Ach, das sieht doch gut aus. Lieferung für Steel River. Attacke. Oh, das ist sogar mal Tag geworden, Mensch. Das ist ja löblich, ist das löblich. 15 Meilen, ja, ja, nah dran. Geht eben und gleich von allein wieder runter. Und machen wir gleich unsere Allrad mal. Jetzt werden wir schon wissen, dass wir den noch anschalten können. Kann ja nicht schaden. Eieiei, Halleluja. Jetzt geht's weiter. Jawoll. Der Böckert. Hoffe mal, der Sound des LKWs ist nicht zu laut. Wenn nicht, kurze Meldung. Gar kein Problem. Passe ich alles an, aber ich kann es natürlich nicht selber hören. Also ich höre schon auf meinen Kopfhörern. Aber das ist eine andere Lautstärke als im Stream. Da die Fahrbahnmarkierungen wegfahren, nehmen wir nicht erwischt. Halt, ruhig bleiben. Und los gibt's. Zieh. Fahren wir über die Tankstelle, weil dann müssen wir nicht um den Anhänger rumrangieren. Aber tanken können wir nicht schon wieder. Das ist alles Geld. So, naja, das war doch voll easy. Das sind noch die leichten Aufgaben. Aber wir haben auch noch das leichte Fahrzeug, würde ich sagen. Naja, müssen wir mal gucken. Scharf links. Kreis wie LKW das Ding, ey. Wie ich jetzt gefahren? Oh, ich war verkehrt. Halt! Das war mal schon. Ne, so. Ja, was ist denn da? Da gibt's auch einen Auftrag. Ha? Ich will da fast vorbeigefahren. Ich will ganz gerne einlegen jetzt. Ja, das ist so unscheinbar da hier im Pizzastand. So, servus. Ihr habt Verbrauchsgüter bestellt? Jawohl, könnt ihr haben. Schnapp sie, der Tiger. Hä? Was muss ich jetzt noch hinbringen? Ach, liefere an der Stahllage den Tankanlieger? Ja, moin, wo ist denn der? Liefere an der Stahllager? An der Stadtlager den Tankanlieger auf. Ist schon. Kann ich jetzt meine Wegpunkte machen? Ah. Das ist der Tangali? Nee. Das war einer. Wissen wir das? Das sieht aus nach Drehschirm. Wollen wir da mal versuchen, da drüber durchzukommen? Ich glaube nicht. Da ist noch gesperrt. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Da gibt es ein Upgrade. Das wird jetzt lustig. Mit dem Ding dahin. Hm.
Werkstatt wäre der einfachste Weg, ne? Da runter. Pass auf, das machen wir ganz einfach. Wir wollen sie nicht übertreiben, ne? Wir wollen sie nicht übertreiben. So. Ab fort. Müssen wir uns aber vielleicht noch eine Wegstrecke markieren. Moment. So, wir sind jetzt hier. Da müssen wir hier hin. Geht's hinten durch? Jo. Naja, freilich. Da fahren wir dann auf, dann über, dann unter, dahin, dahin, dahin und dann unten. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Wollte doch da gar nicht hin. Ach, jetzt hat er den ganzen Leere gemacht. Ja, machen wir mal die schnelle Option. Flup, flup. Ja, so sieht's gut aus. Den ziehen wir uns da noch ein wenig raus. So. Abfahrt. Den Tankanhänger. Was wollen denn die eigentlich mit dem Tankanhänger? Wieso wird's denn jetzt schon wieder düster? Das ist ja der Wahnsinn. Rechts um. Ach, mein LKW ist jetzt ein bisschen repariert. Jawohl, das passt. Auf? Sieht so aus. Ich will gleich mal den Alpha reinmachen. Ne? Macht auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen. Immer schön neben den Spuren fahren. Da habt ihr mehr Traktion. Ey, sind das die Tropfen, die da hier auf die Blechkause? Die Tropfen? Ja, cool. Fahrzeugladung verloren. Eieiei. Es haut ganz schön rum am Lenkrad. Naja, es wird. So, jetzt sind wir schon mal hier. Da müssen wir dann auf. Na, ist schon cool mit dem Wegpunkt setzen. Auch schon wieder ein Schaden. Ja, Mann. Wird er schaffen. Da steht auch ein Tank auf Liege. Den wollen sie nicht. Na gut, dann nehmen wir halt einen anderen. Sprit ist noch voll, also weiter. Moment. Muss es hier schon hochgehen? Nö, geradeaus und dann rechts als da. Ach, das andere rechts als links. Ihr wisst schon mal nicht mehr. Ach ja, Alter. Wann lädt man denn die Folge hoch? Am Montag, ne? Also für die YouTube-Zuschauer ist es dann die Montagabendfolge. Würde ich sagen. Deswegen kann ich euch jetzt keinen noch schönen Restsonntag wünschen. Dann eher einen Restarbeitsmontag. Aber denkt dran, in 4 Tagen ist schon wieder Wochenende. So, wird er es denn schaffen? Ja, also mit Allrad fährt er sich auf jeden Fall schon mal einiges besser, also fährt er gut durch. Das soll man halt den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Jetzt hat. Warum ist es einmal Scheibe schmutzig? Alles gemacht. Ja, los jetzt. Soll ich denn da jemals mit diesem Tankauflieger rauskommen? War blöd vor. Lässt sich überraschen. Jetzt machen wir es mal hier drin. Eine Außenansicht. Wollen wir da rauszoomen? Nein, da geht es nicht. Oh, was haben wir denn Maus, ne? Oh, halt rückwärts kommen, hat er gesagt. Das sieht doch noch nicht mal so schlecht aus. Vorwärts.
Scheiße hauen an den Kuchen. Bitte? Ja, Spiegel? Oh, ist doch gut aus. Immer wichtig, Handbremse rein. Sonst ruckt er nämlich irgendwann mal weg. Ha! Und jetzt müssen wir zum Staulager. Staulager bin ich richtig, ne? Das ist da oben in der Staulager. Wieso kommen wir immer auf Staulager? Das ist das Stadtlager. Ja, ja, das ist da oben. Dann drehen wir die Kamera nochmal und auf fort. Kämpfen wir uns halber mal durch, ne? Mit dem guten Tankauflieger. Tankanhänger. Boah, das Ding, ey, braucht 10 Liter hier. Der Kleine. Ja, ich bin ja mal gespannt, wenn wir dann irgendwann mal in 520 Folgen in Russland angekommen sind. Da werde ich mir mein Lieblingsfahrzeug dann holen. Aber bis dahin, ne, kann es noch Stunden, Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte dauern. Was ist denn jetzt hier? Komm, streng die Wege an. Komm in Wallung. Sieht so schlecht aus. Oh, Junge. Hallo. Ja, ja, ich schalte schon rüber. Differenziale. Wenn es ein Differential wenigstens einen Schnellschub geben wird. Hallo, Christoph oder Tim. Na komm. Jawohl, hat's geschafft. Hui, ist der Baum kaputt gegangen. Langsam wird's auch ziemlich duster hier im Zimmer. Machen Sie mal Licht. Auf Auto Morning. Los jetzt. Hallo, dauert denn da so lang? Hab ich jetzt irgendwas verkehrt gemacht? Warum fährt er jetzt nur noch so langsam? Ja, ich will den Anhänger nicht abkurbeln, alles gut. Brauche ich. Das Informationsfenster können wir langsam auch mal ausschalten. Oioioioioioioi. Ach, weiß irgendjemand, wie man Snowrun einen Screenshot macht? Nee, ne? Ich weiß es nämlich auch nicht. Also das kann halt noch eine längere Folge werden. Er mört sich hier einfach mal durch mit Automatik. Ich weiß nicht, warum er nicht schneller wird. Dreht er so sehr durch, oder? Oh. Aber jetzt kommt er hier aus voll. Ah, jetzt geht's wieder. Moment, jetzt müssen wir erst mal auf die Karte gucken. Moment. Auf die Karte guckst du hier, guckst du da. Wir müssen da. Da kommen wir nicht durch. Da wollen wir nicht durch. Wollen wir da durch? Geht's da durch? Probieren wir das mal aus. Ja gut, und der Rest ist ja eigentlich selbst erklären, ne? Lup. Lup. Bis dahin. Also gut, Abfahrt. Ich habe noch keine Zeit heute. Kunde ist sonst maulig, wenn er die Ware nicht kriegt. Lieferung für Steel River. Doch. Jetzt weiß ich, wieso ich immer aufs Steel Lager komme. Lol.
das ist echt schon eine Herausforderung mit dem kleinen LKW hinterher. Aber jetzt kann es ja nur besser werden. Bleib mal raus. Boah, jetzt ist fast ein Rennwagen, ne? Dann müssen wir nicht. So, Meisterrennwagen, wo müssen wir jetzt hin? Geradeaus oder was? Zu Town müssen wir zu Town hier holen. Dann komme ich hier wieder in die Sicht. Fällt mir bei dem Spiel auch wirklich gut. Wenn man den da so kurbeln sieht. Das macht schon wieder Spaß. Ja, ich wollte den Bowfreakwing ziehen, dass wir nur ein neues LS-Projekt mal so nebenbei starten, aber hat leider keine Zeit gehabt. Naja, das nächste Mal dann. Ich habe da eine ganz schöne Karte gefunden, die habe ich bis jetzt noch nie gespielt. Also wirklich noch nie. Die gibt es schon lange, die kennen auch ganz viele von euch. Aber das Problem ist einfach, ich habe die noch nie gespielt und ich finde die wirklich so von den ersten paar Metern, wenn man da drauf fährt und sich umschaut, ist die echt wunderschön. Ne? Mal schauen, was draus wird. Bin ich doch auf dem richtigen Weg. Sieht gut aus. Oh. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der das da durchschafft. Also, das sieht sogar schlimmer aus, als es ist. Oh. Ja. Na, jetzt haben wir wieder 100 Punkte geschafft. Ne? Was ist das hier für Treibsand? Links oder rechts? Links. Ich glaube, hier rum bin ich noch nie gefahren. Ja. Komm, pack den Boden. Greif ihn dir. Ich habe halt auch noch die besten Straßenreifen drauf. Ne? Es gibt halt noch keine anderen in der Konfi. Nützt ja nichts, wenn man neu anfängt, dann ist es halt so. Jetzt hat er es da gefunden. Jetzt läuft es. Problem am Lenkrad ist ja nur, dass sich die Tasten hier mitdrehen. Da musst du mal gucken, wo die Tasten sind, wo du brauchst. Oh, rum und bleib links. Ja. Alles gut. Da wir fahren hier auch ganz links. Gefällt mir besser als die Pfütze. Das sieht tief aus. Ob das funktioniert. Ich glaube, da müssen wir rechts. Da hätten wir rechts gewusst, meine ich. So. Riecht sich noch was? Nein. Wollen wir schon klar. Es war mir schon so klar, dass sich da nichts mehr bewegt. Ah, super, Ingo. Winde lösen. Dann übergibt kein Winde. Machen wir dahin. Wo hänge ich denn jetzt eigentlich fest hier? Also viel mehr kann ich nicht machen, ne? Wie Allrad und Gedöns. Irgendwo vorne hänge ich. Hallo. Ja, ich werde mir jetzt hier nicht bergen, mein Freund. So, wie sieht's denn jetzt aus? Mhm. Nimm halt mal das da so, ne? Das da jedes welches. Jetzt ist ja alles nichts mehr, wir müssen da irgendwie durch. Beifass gescheiter wäre links da durch den Drehmann zu fahren. Was haben wir denn jetzt noch hier für Punkte? Der doch noch? Guck mal, da drüben hätten wir noch einen. Der bringt uns nichts. Der bringt uns jetzt. Schauen wir, ob der was bringt. Weil ich glaube nämlich, dass ich da auf irgendein Querholzdings da drauf hängt.
Jawohl, den wollte ich. So ist das etwas. Ja. Wird es denn schief gehen? Komm, Sisi. Er muckt, er läuft, er fährt, er tut. Ja. Den Berg hier hoch, da haben wir es doch schon so gut wie geschafft. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Nee, die Schlammschlacht da links nehmen wir nicht mit. Das bringt nichts. So, warum verschwindet jetzt die Maus wieder nicht? Weiß keiner. Ist halt so, wie es ist. Moment, mein Lenkrad ist schief. So, jetzt hat. Allrad lassen wir gleich mal drin. Schlechte Zeiten. Aber schon ein Licht, Mensch, was war denn jetzt hier mit dem Licht? Oh, jetzt war der Mond, da ist Licht. Jetzt wird schon wieder Nacht. Das ist der Wahnsinn. Was ist denn jetzt hier? Alter Möhre, ich glaube, wir hätten ein bisschen Gewicht auf dem LKW gebraucht. Das wäre besser gewesen. Der schaut durch wie ein großer. Aber jetzt. Und auch schon so schlecht die Straße, das ist durch den Regen. Wo hänge ich denn jetzt, meine Freunde? Hier schon eine Winde. Ja, warum geht da trotzdem nichts weiter? Aha. Wo hänge ich denn? Ja, man soll da vielleicht auch den Allrad reinmachen, ne? Ja, wär von Vorteil. Macht das ganze Leben auf jeden Fall einfacher. Mann, immer diese Anfängerfehler hier. So, jetzt aber gib ihm. Los geht's. Bunker fliegt durch, mein Guter. Macht nichts, wenn es schnell geht. Jawohl. Können wir Alba wieder rausmachen. Jetzt haben wir aber echt schon fast einen halben Tank wieder verblasen. Ne? Das ist immer, wenn man den Alba zu früh raus tut, kennt man. Ne? Ihr kennt es alle. Aber ich glaube, meine Stimme ist zum Spieler ein bisschen arch leise. Und da muss ich mal noch ein bisschen fein justieren, würde ich sagen. Aber es ist ja alles kein Ding der Unmöglichkeit, ne? So, jetzt können wir auch den Allrad rausnehmen, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. So. Aber jetzt mein Licht nicht noch an. Na, ich guck lieber nicht. Wird schon sein. Nee, ist es nicht. Warum ist es nicht? Doch, ist es. Ja, das ist, wenn man mal rumguckt. Ein paar kleinere Blessuren. Kein Problem. Kein Problem, würde ich sagen. Oh. Nein, wir wollen nicht zum Sägewerk. Wir wollen doch zum Stadtlager den Tankanflieger abgeben. Tankanhänger, Entschuldigung, nicht Auflieger. Und dann haben wir nämlich die Mission auch erledigt. Die sich mittlerweile, glaube ich, über 50 Minuten schon zieht. Aber naja.
Man gönnt sich ja sonst nichts. So, dann zieh, mein Freund, zieh. Fahren wir über die Tankstelle. Ihr wisst schon warum. Ah. Der Hilfe kann's behalten. So weit, so gut. Stadt rein, willkommen, jawohl. Ah, mit dem Force Feedback muss ich auch noch eine Kleinigkeit einstellen. Es gibt viel einzustellen, glaube ich, momentan. So, hier rein oder die nächste? Ich glaube, die nächste. Ne, es war die. Ach, ist ja egal. Alle Wege für nach oben. Naja, haben wir es doch. War doch ganz easy, hätte ich jetzt mal behauptet. So, liebe Freunde, ich sage jetzt mal trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Ich versuche jetzt mal so 2 Folgen die Woche zu bringen, falls euch interessiert überhaupt. Ich hoffe. Kommentar lese ich natürlich und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Däumchen da lassen. Kritik oder irgendwas nehme ich natürlich auch mit. Auf dem Weg ist gar kein Problem, um Gottes Willen. Also, vielen Dank noch an die YouTuber. Vielen Dank. Schönen Sonntag. Nicht Sonntag, Mensch. Schönen Montagabend noch und einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns die Tage dann bei The Fight auf YouTube. Müsste dann auch Dienstagabend kommen. Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Genau. Und YouTube und SnowRunner baue ich mal so zwischendrin mit ein, falls es euch interessiert. Ne? Danke. Tschüss.